Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Planet Zoo. Ich hoffe, dass ich das Hallo nicht ein bisschen spät gesagt habe. Hier sind schon wieder beide Sachen kaputt. Da müssen wir richtig eingreifen. Wir sind hier in unserem geilen Safari-Park und haben am letzten Mal den Bronze-Status erreicht, was schon mal gar nicht so schlecht ist. Wollen jetzt... was haben wir denn hier für Probleme eigentlich? Keinen erreichbaren Mitarbeiter. Kein eigenes Forschungszentrum. Ja, komm. Stell dich nicht so an. So, dann machen wir hier jetzt ein Gehegeeingang. Wir wollen nämlich in dieser Folge unser Geparden-Pärchen aufnehmen. So. Können wir wegen inkorrekten Geschlechterverhältnis? Und zwar hier. Springböcke oder was? Springbock. Brauchen. Nochmal was? Ein Männchen, 34 Weibchen. Ist das denn bei Springböcken das Thema? Giraffe und Springbock. Giraffen haben aber auch hier relativ viele männliche. Du bist aber noch klein laut Bild. Zwei Männchen, zwei Weibchen. Ich glaube, bei Giraffen ist das nicht so schlimm, oder? Kämpfen Giraffen untereinander? Giraffe. Netzgiraffe ist es, glaube ich. Vier Männchen, acht Weibchen. Also das ist ja noch alles tuftig hier. Wir haben aber hier vier Männchen, zehn Weibchen. Warum darf ich hier nicht weiter runter scrollen? So. Das waren Springböcke. Ein Männchen heißt, es ist hier definitiv ein erwachsenes Männchen zu viel. Das ist das erste. Jonas ist, glaube ich, erwachsen. Du bist auch ausgewachsen. Dann habe ich beide freilassen. Okay. Und da wird noch ein Springbock bald erwachsen. Das ist aber ein Weibchen. Das ist okay. Hat uns das hier jetzt was gebracht? Ja, schon. Schon. Wir sind da... nee, da sind wir relativ weit jetzt. Ich würde jetzt die beiden... wir müssen aber auf jeden Fall hier eine Einrichtung. Wir haben gar nicht viel Geld hier. Wir haben echt das Geld hier auf dem Putz, habe ich das Gefühl. Wir brauchen eine Hütte hier. Tierpflegerhütte. Afrikanische Quarantänebereich, Tierarztpraxis. Tierpflegerhütte. Ist das Tierpflegerhütte? Ist das richtig? Schon, oder? So. Warum machen wir so wenig Geld? Einnahmen 88.000. Kontinuierliche Ausgaben 100.000. Darlehensrückzahlung für Marketing, Tierfutter, Stromkosten, Erstattung. Einnahmen. Ladeneinnahmen sind ja mal... katastrophal. Ich würde mal sagen, wir müssten einmal gucken. Was ist denn hier schon wieder los? Wieder ein Kampf? Oder ist es noch von gerade? Ich glaube, es ist noch von gerade. Ich würde jetzt mal ganz spontan gucken. Bei unseren Dingens hier. Was haben wir denn hier für Gedanken? Können wir irgendwo die Gedanken der Leute sehen, oder? Nicht. Schade. Hier fährt einfach mal gar keiner mit. Warum fährt hier keiner mit? Warum fahren die alle nicht? Ups, wo sind wir jetzt? Hallo? Ist das richtig, dass hier kein Mensch mitfahren will? Doch, da sind Leute drin. Finanzstatistik.
Ja, das ist ja kacke. Da nehmen wir ja weniger mit ein, als wir verdienen. Als kann man das nicht irgendwie hochdrehen? Preise anpassen? Warum darf ich die Preise nicht anpassen? Lass mich mal ein bisschen schneller fahren. Hä? Ich muss doch irgendwo die Preise hier erhöhen dürfen. Also vom normalen Zoo kann man die, glaube ich, hier auch irgendwie erhöhen. Müssen wir unseren Preis hier ein bisschen erhöhen. Ich hoffe, dass das okay ist für die Leute. Wo ist denn unser Eingang überhaupt? Hier? Also wenn man so einen Zoo nicht selber gebaut hat, dann fehlt einem doch hier hart die Übersicht. Noch keine Gedanken. Wo müsst ihr bezahlen? Hier? Hier. Das Preis für das Ticket ist fair. Das ist okay dann. Ja, wir können aber nicht mehr Pfleger einstellen. Wir haben kein Geld. Ich verstehe nur nicht, warum wir die Preise für das hier nicht erhöhen dürfen. Das Bauplan 7. Finanzstatistik. Preise werden für jede einzelne Station festgelegt. Das heißt, wir müssen in die Station gehen. Okay. Wo sind denn die Stationen? Ich hatte doch vorhin eine. Hier fahren wir lang. Das sieht doch nach einer Station aus. Tickethäuschen. Die kaufen mir alle überhaupt nichts irgendwie. Krankes Tier, krankes Tier, krankes Tier. Ich hoffe, die Tierärzte kommen. Aber ich darf doch hier Fahrgeschäft Tickethäuschen, darf ich nichts machen. Ich darf nur abreißen. Aber das will ich ja nicht. Huh? Da war Jesus. Ah. Das muss ja schon 15 Dollar wert sein. Sowieso zwar schon keiner da, aber ich guck mal, ob wir die andere Station überhaupt finden. Wo ist die denn? Ist das nicht die, wo ich gerade war? Ich glaube ja. Oh mein Gott, immer diese Springböcke hier. Jetzt haben wir nur noch 4000. Moment. Tiere. Springbock. Baba Femi. Du nicht. Du da. Freilassen. Zack. Weißt du nicht? Also wirklich? Also sonst gehen die Einnahmen ja immer über die Spenden, aber die sind hier nicht hoch, oder? Ich hab doch überall irgendwie Spendenboxen hingeklatscht. Hier sind gar keine Spendenboxen, sehe ich das richtig? Doch, da ist so eine Spendenbox. Da sind doch überall Spendenboxen. Spendet mal mehr, Leute. Unsere armen Tiere können sonst nichts essen mehr. Das ist unser Zoo pleite. Also wirklich.
Jetzt haben wir nur noch 2000. Jetzt. Also. Wenig Geld. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Wir haben halt unglaublich hohe Ausgaben für Tierfutter, aber naja, können wir nicht ändern. Stattungen. Einzelne Fahrgeschäft 800. Oh, ich glaube, wir haben Geld gekriegt oder so. Kann das sein? Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Geld. Oh oh. Aber es geht jetzt aufwärts. Aber wir machen immer noch Verlust hier. Wenn wir jetzt einen kleinen Gewinn machen würden, dann würde ich einfach sagen, dann lassen wir das ein bisschen laufen. Aber wie viel müssen wir noch vom Darlehen denn überhaupt abzahlen? Apropos Darlehen, wir könnten uns noch ein Darlehen holen. So ist ja nicht. Aber ich weiß nicht, unsere Einnahmen. Ja gut, jetzt sind die Spenden deutlich hochgegangen. Wobei das natürlich laufend ist. Deshalb, wenn wir jetzt ein bisschen gewartet haben, ist auch klar, dass es ein bisschen höher ist. Was ist denn hier schon wieder los? Jemand einfach einen afrikanischen Mülleimer umgehauen. Spendet. So ist gut. Mit schön viel Geld. Hier ist schon wieder ein Fernseher abgeraucht. Was sagt ihr denn hier eigentlich? Ihr, der das gerade betreten habt. Wie muss man denn drauf sein, ich habe Durst? Warum sagen die nicht, ey, das ist ja voll. Abenteuertour ist gerade sehr günstig. Finde ich auch. Denkst du das auch? Ist, sieht unglaublich toll aus. Okay. Kann ich das nicht irgendwie eingeben? 20. Außenposten. 20. So, sagen die jetzt, nee, dann mache ich das nicht. Tiere im Zebra werden gegrillt. Oha. Der Preis für das Ticket des Zoos ist fair. Was ist mit, naja, du wirst jetzt nicht. Das denkt sie auch. Klar, das Kind denkt, der Preis ist fair. So denken Kinder. Wieder Veterinärforschung abgeschlossen. Ein bisschen mehr Geld haben wir inzwischen, aber ja, Gesamtgewinn. Wir sind im positiven Bereich. Das ist gut. Ob ich aber jetzt genug positiv bin, um mir schon Geparden zu kaufen, ist so ein bisschen die Frage. Finden hier alle nächstes, okay. Ich denke, wenn wir 15.000 haben, dann bin ich auf der sicheren Seite. Wo habe ich überhaupt nochmal das Gehege gebaut? Ich finde es nicht. Hier. Das war das neue Gehege. Boah, guck mal, das ist ja sogar so geil angestrahlt hier. Cool. So, die Springhöcker haben bald mal wieder Nachwuchs. Dann kann ich wieder ein paar Alpha-Tier-Statuskämpfe sehen. Naja, also so richtig voran geht das hier ja nicht. Meine Güte, hier, warte mal, wir müssen mal hier eine Spendenbox aufstellen. Ist hier alles voll. Guck mal, der hat sich schon in das Gehege geglitscht. Kopieren. Hallo. Muss doch hier irgendwo das unebene Platzierung. Aber wir wollen Geld haben. Da sind ganz viele Leute. Wir brauchen deutlich mehr Techniker eigentlich. Hier sind halt überall Spendenbüchsen, ne? Na gut. Spendet aber mal hier ein bisschen rein. Hat sich die nämlich schon gelohnt. Definitiv hat sie sich jetzt schon gelohnt. Weil die kostet ja nur 50. Hat schon 1200 eingenommen.
weiß nicht, ob das dann zu Lasten zum Beispiel von dieser hier geht. Aber wurde auch gerade was eingeworfen. Überall sind irgendwelche Fernseher kaputt. Veterinärforschung abgeschlossen. Sehr gut. Tier ist hungrig. Dann isst was. Ah. Da wurde das Fleisch ausgesetzt. Oh. Die fressen uns aber ganz schön schnell auf. Kannst du es direkt wieder auffüllen. Ich glaube, müssen wir einmal beim afrikanischen Wildhund. Nee. Gehege. Art afrikanischer Wildhund. Mal noch ein neues großes Essenstablett initialisieren. Und ein Bambus-Futterspender. So, sind schon unterwegs. Ich hoffe, ihr müsst gleich nicht mehr hungern. Arme Wildhunde. Ziehen sich auch wenig Leute für euch. Na, Momo wird bald erwachsen. Das ist ein Weibchen, immerhin. Ja, also geldtechnisch. Gut, wir haben jetzt gerade wieder ein bisschen was gekauft. Aber es sieht trotzdem jetzt nicht so aus, als würde jetzt unglaublich viel hier vorangehen. Das, ja, wir haben aber leichten Gewinn gemacht dieses Jahr. Wir haben noch einen Monat. Sauberkeit stellt Problem da. Die ist hungrig. Ja, füttert aber jetzt. Aber wie die das hier alles außer Hand fressen quasi. Ist ja schon wieder fast leer hier. Jetzt haben wir wieder Geld verloren. Das sind insgesamt tatsächliche Minus. Aber unsere Einnahmen... Ah ne, wir sind jetzt im neuen Jahr, deshalb schon wieder. Jetzt sind wir ganz im Minus, weil irgendwas abgezogen wurde. Das ist vielleicht nicht so gut. Ich hoffe, dass sich das jetzt gleich korrigiert. Was passiert denn, wenn unser Zoo pleite ist? Nur so eine kurze, kleine Frage. Völlig ohne Zusammenhang. Ernährungszustände schon wieder. Eine Sauberkeit der letzten flüssigen Nahrung. Tja, also irgendwie sieht das nicht so geil aus. Ich fürchte, wir müssten einfach mal sagen, dieser Zoo ist schön, aber ne, vielleicht sollten wir in den nächsten Zoo übergehen. Die Lohnkosten sind halt, die killen uns hier halt. Das ist halt ein Riesenpark. Kann man nicht nur mal die Preise erhöhen. Mich überrascht das, dass wir hier so Geldprobleme haben. Weil wir eigentlich relativ viele Spendenboxen haben. Aber ich glaube, dass einfach hier, dadurch, dass der Zoo so vorgebaut ist, eben das problematisch ist. Schon wieder ein Springbok-Alpha-Statuskampf. Du da... freilassen. Schaffen wir denn vielleicht noch Silber? Nimm zwei Exemplare auf. Aber die können wir uns halt nicht leisten. Wir können ein Darlehen aufnehmen. Für 20. Dann uns zwei Geparden kaufen. Ich hoffe, dass es die gerade gibt. Tierhandel. Jede Tierart.
Gepard. Ah, die kosten sowieso Arterhaltungspunkte. Das kriegen wir hin. Ein Weibchen, ein Männchen. Alle auswählen, verschieben. Eigentlich müssen wir die in die Quarantänestation schicken. Ja, aber dazu haben wir jetzt keine Zeit. Jetzt kostet kein Geld. und parken die mal hier rein. Und da wir keine Unmenschen sind, müssen wir trotzdem mal einmal ganz kurz Gehege. Art. Gepard. Also ich weiß nicht, ob wir hier gerade gleich noch so viel umgestalten können. Da bin ich mir echt nicht so sicher. Aber so ein bisschen was müssen wir ihnen hier schon eben geben. So. Dann kriegen wir wenigstens noch Silber. Jetzt sind wir schon wieder im Minus. Gott. Schlecht. Setz bitte unsere beiden Dings hier aus. Geparden hier aus. Da kommen sie. So, Silber. Wir waren großer Erfolg für diesen Park. Die Zuchtprogramme immer erfolgreicher werden. Wunderbar. Und ich habe gesehen, dass du ein paar Geparde aufgenommen hast. Da wirst du einiges zu tun haben, damit sie glücklich sind. Gepardenbabys sind schwer aufzuziehen. Ja, aber da wird sich jemand anders drum kümmern. Tut mir leid, das brennt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Gut, gut. Jetzt sollte ich wieder packen. Also, wo habe ich nur diese Stiefel hingelegt? Gut, ich würde sagen, Gold verschieben wir mal. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal fertig. Ich würde dann wahrscheinlich das Ganze nochmal neu starten. Aber dann gucken wir mal. Ich denke, beim nächsten Mal werden wir uns erstmal einen anderen Zoo begeben. Dieser Zoo ist mir auch einfach zu groß dafür, dass ich ihn nicht selber gebaut habe, muss ich sagen. Sieht zwar nett aus, keine Frage, aber ne, das ist ein bisschen problematisch. Ich hoffe, im nächsten Zoo haben wir dann weniger Geldprobleme. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts seht ihr das Feuer klicken, unten ist ein Ausblick von mir und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss.